Hello, Girls, Guys and Gadgets, beziehungsweise hallo Mädels, Männer und Maschinen und willkommen zurück zu meinem Let's Play Deltarune. Im letzten Part, dem ersten streng gesehen, konnten wir mit Chris hier in die Dark World gelangen. Und wir konnten dieses Funken hier sehen. Ein Licht, das nur Chris sehen kann. Intuitiv greift es danach und ich muss dort entlang. Dann gehen wir doch mal hier lang. Seltsame, augenartige Wesen bewegen sich in der Dunkelheit. Weiter oben auf der Klippe kommt ein schwarzer Schatten, der sich bewegt. Da ist der Schatten schon wieder. Nun, aufgrund dessen, dass ich mir einige Let's Plays ansah und natürlich das Hörspiel anhörte, weiß ich ganz genau, worum es sich handelt bei dem Schatten, der die Dark World durchflattert. Da glüht etwas drinnen. Nehmen? Ich schätze ja. Du bekamst die Glitzerscherbe. Ich hoffe, dein Name ist richtig ausgesprochen. Hier an der Stelle kann man übrigens noch keinen TP sammeln. Wieder ein Leuchten. Du badest deinen Körper im Licht. Eine Power scheint in dir, die heller scheint als die Dunkelheit. Irgendein Schmerz, den du hattest, schmilzt hinweg. Die HP sind vollständig wiederhergestellt. Augenpuzzle? Okay. In diesem Land sehen nur blinde Augen in der können nur Augen, die von der Dunkelheit geblendet sind, den Weg sehen. Tja, dann wollen wir mal. Ich habe schon einige Let's Player erlebt, die sich an allen drei Schaltern versuchten, anstatt diese einfache Lösung durchzuführen, aber egal. Noch ein Schatten. Chris bemerkt, dass der Weg zunehmend schwerer begehbar wird. Hey, verpiss dich! Komm auch nur einen Schritt näher und ich... Chris? Alter, erschreck mich nicht so! Lass dich einfach nicht erschrecken. Es sei denn, du willst zu ins Gesicht getreten kriegen. Jedenfalls genug Herumgeschreie. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Wo ist hier überhaupt? Ja, wenn ich das bloß wüsste. Ist ja auch egal. Du rittest uns in diesen Mist. Du führst uns auch wieder heraus. Führ an, Quiz. Was? Willst du daraus ein Rennen machen? Wenn man sich im normalen Tempo bewegt hätte, hätte es dann geheißen, Mann, kannst du nicht noch langsamer gehen? Oder irgendwas in der Art. So interessant. Und bei meinem ersten Durchzocken, da bin ich in die Gegenrichtung hier gegangen und da hat sie dann sowas gesagt. Wie, du weißt überhaupt nicht, wo du hingehst, oder? Und geht dann in die richtige Richtung weiter. Diese Hintergrundgestaltung ist wirklich faszinierend, diese schiefen Steinsäulen und so. Und Susie hat das Gefühl, dass sie von den Klippen beobachtet werden. Hey, Chris, ist da oben... Da oben winkt uns jemand. Irgendeine Idee, was der Kerl will? Verdammter Mist! Lauf, Quiz! Hier kann man auch kein TP sammeln, das habe ich schon versucht. Los, los!
los, hier runter! Schon sind wir am unteren Ende der Treppe angelangt. Der Rutsche, wollte ich sagen. Auf einmal kommen Chris und Susie an ein Dorf. Es ist es besteht aus merkwürdig geformten Gebäuden, aus unbekannten Materialien. Oh, du bist noch nicht tot. Klasse. Irgendeine Idee, was zum Kuckuck dieser Platz ist? Ich auch nicht. Ich frage mich, ob jemand in den Gebäuden hier ist. Okay, vorbei kann man noch nicht. Naja, aufgrund des Storys weiß man ja, was da passiert. Also ich klopf mal hier an beim Alchemiebedarfsladen. Verdammte Gagge. Scheint wirklich keiner da zu sein. Da ist das flackernde Licht wieder. Vor dir erhebt sich ein Schloss über der leeren Stadt. Ein schwarzer Geysir steigt daraus empor, spießt unendlich in den Himmel auf. Die Kraft dieses Platzes scheint in dir. Oder eher dieses Ortes. Entschuldigung. Okay, dann gehen wir mal weiter zum Schloss hinauf. Ein Schloss? Was zum Kuckuck ist das für eine... Ist ein... Was? Warum ist ein Schloss in einer Abstellkammer? Willkommen, Helden. Wer ist da? Fürchtet euch nicht. Ich bin nicht euer Feind. Bitte tretet vor, ihr beiden. Willkommen in meinem Schloss. Ich bin der Prinz dieses Königreiches. Das Königreich der Dunkelheit. Chris, Susie, woher auch immer ich eure Namen weiß. Es gibt eine Legende in diesem Land. Eine Legende, dass eines Tages zwei Heroen des Lichts erscheinen werden. Und eine Prophezeiung zu erfüllen, vorhergesagt durch Zeit und Raum. Bitte, Heroen, hört meine Geschichte an. Aufgrund diverser Videos, im Sinne von Let's Plays, weiß ich, dass, wenn man auf Nein drückt, dass er dann erstmal darauf beharrt, dass es wichtig wäre. Wenn man selbst auf Nein beharrt, immer wieder und wieder, dann geht es in der Story weiter, wenn man trotzdem Ja genommen hätte. Aber die Legende selbst ist ja wichtig und schön anzusehen und, naja, und anzuhören. Also, los geht's. Natürlich, Prinz der Dunkelheit. Wenn's sein muss. Vor langer Zeit wurde in den Schatten von einer Legende geflüstert. Es war eine Legende der Hoffnung und eine Legende von Träumen. Eine Legende des Lichtes und des Schattens. Dies ist die Geschichte der Zelta-Rune. Für Äonen lebten die Wesen von Licht und Dunkelheit in Harmonie miteinander. Zusammen brachten sie Frieden für die Welt. Doch es hieß, zerbreche diese Harmonie. Geschähe ein schreckliches Verhängnis. Der Schimmel würde schwarz vor Schrecken. Und die Erde bersten in Furcht. Dann, mit pochendem Herzen, wird die sterbende Erde ihren letzten Atemzug nehmen. Dann, erleuchtet von Hoffnung, erscheinen die Sonic Heroes am Ende der Welt. Ein dunkler Mensch, ein menschliches Monster und ein monströser Prinz der Dunkelheit. Nur sie sind es, die die Brunnen versiegeln
und des Bengels Schimmel verbannen können. Nur dann wird die Balance wiederhergestellt und kann die Welt vor ihrer Vernichtung bewahrt werden. Heute steht der Brunnen der Dunkelheit, der Geysir, der diesem Land seine Form gibt, im Herzen des Königreiches. Doch vor kurzem erschien ein neuer Geysir. Und damit beginnt die Balance zwischen Licht und Dunkelheit zu wanken. Chris, Susie, danke für danke, dass ihr meiner Geschichte zuhörtet, für euer offenes Ohr. Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr beiden die Heroen aus der Legende seid. Das und das, was immer für Feinde euch auch begegnen werden, ihr den Mut habt, die Welt zu retten. Zelta-Krieger, bitte kommt näher und akzeptiert eure Bestimmung. Nee. Wie bitte? Ein Heroin? Ich? Sorry, Alter. Da hast du die falsche Person erwischt. Aber Susie, ohne dich wird die Welt... Ja und? Was hat die Welt je für mich getan? Wenn die Welt zerstört wird, dann ist das nicht meine verdammte Angelegenheit. Ich finde es ehrlich gesagt eher belustigend. Angesichts des Schreckens ist selbst unter der Kapuze den Prinzen der Schrecken anzuerkennen. Nun, Quiz, wenn du hier bleiben und mit diesem Verrückten zu tun wollst, als wärt ihr Helden, dann bleib ruhig. Ich werd mir den Weg herausfinden. Susie, warte! Auf einmal kracht es plötzlich. Und mit einem näherkommenden Motorengeräusch und schallendem Gelächter kommt jemand auf einem fahrradähnlichen Gefährt gefahren und rammt den Prinzen beiseite. Und schon fliehen die Helden vor der Gefahr. Und das, obwohl sie noch nicht mal von meiner Existenz wussten. Mein alter Herr nennt mich bestimmt zum Sohnemann des Monats. Jetzt im Kuckuck bist du. Ich bin der Schrecken, der die Dark World durchstapft. Ich bin der dunkle Bube, dessen Trumpffarbe Pik ist. Ich bin der Furke. Ihr Clowns wollt den dunklen Brunnen versiegeln, hä? Und euch immer noch Clowns nennt, die Welt vor der ewigen Dunkelheit besitzen, hä? Versuche gar nicht, es zu leugnen, Gegenspielerin. Wir wissen beide, dass ihr Richtung Osten gehen werdet. Das ist der einzige Weg nach Hause für euch. Oh. Aber ich, Lancer, werde das nicht zulassen. Dafür habe ich einen unfehlbaren Zwei-Stufen-Plan vorgesehen. Stufe 1, ich mache euch platt. Stufe 2, ihr verliert. Netter Plan, Mann. Ernsthaft? Ja, ist es echt. Wie wär's, wenn wir ihn an dir ausprobieren? Auf einmal hat Susie eine Axt in ihren Händen. Hä? Was? Wo kommt denn... Chris greift ebenfalls in die Luft und zieht aus dieser ein Schwert hervor. Schön, wenn schon, dann richtig! Während des Kampfes betrachtet Chris Lancer genauer. Sein Körper ähnelt grob einem Pik, mit einer spitzen Kapuze und mit plumpen Armen und Beinen. Hey Lancer, wo hört eigentlich dein Körper auf und wo geht die Kleidung los? Hä? Was soll das? Schmeicheleien werden dir nichts bringen, Menschlein. Na gut, vielleicht doch ein bisschen. Ach, wollt ihr mich ja eigentlich alle auf den Arm nehmen? Ja. Halt, Clowns! Dieses Fahrrad und... Oh, Entschuldigung. Okay,
Oh, oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Oh, das war völlig falsch. Lancer, du magst Komplimente? Du siehst wirklich bedrohlich aus in dem Outfit. Das war zu sehr auf die Nase. Das kaufe ich dir nicht ab. Jetzt quatsch nicht drum rum. Okay, versuchen wir es mal weiter mit Komplimenten. Moment! Moment! Halt, halt, halt! Ich habe ja gar keinen Sprit mehr! Tja, das heißt dann wohl, es ist Zeit für einen taktischen Rückzug. Dieses Mal war das Glück auf eurer Seite. Aber nächstes Mal... werdet ihr die Loser sein. Macht's schlecht, ihr Depots! Ich muss pünktlich zum Abendbrot zu Hause sein. Hey, wirst du wohl hierbleiben? Keine Sorge, den sehen wir noch wieder. Hä? Sein dämliches Bike braucht doch nicht mal Sprit? Klar. Geht's euch zweien gut? Bestens. Erlaubt mir, mich euch angemessen vorzustellen. Ich bin... Mann, kannst du diese Kapuze nicht mal abnehmen? Ich kann dich darunter kaum verstehen. Oh, ja, klar. Auf einmal wird die Tunika runtergeworfen. Die Kapuze. Darunter kommt eine schwarzfällige Gestalt in grüner Tunika zum Vorschein. Er trägt eine Art Zauberhut, eine Brille und einen pinken Schal, der in einem Fan-Dub übrigens seine Zunge ist. Den Link dazu kann ich euch ja in die Videobeschreibung schreiben. Hallo zusammen. Ich bin Wellsay. Was in sein Anagramm für Asswheel ist. Chris, Susie, es ist so großartig, euch kennenzulernen. Ich bin sicher, das wird der Beginn einer wirklich einzigartigen Wortschaft. Und Richtung Osten geht's weg von hier, richtig? Ja, das ist, wo wir... Gut, mehr will ich gar nicht wissen. Wir sehen uns in der Schule, Chris. Ich schätze, dann sind es wohl nur noch wir beide, hä? Chris, ich bin zwar ein Prinz, aber ich habe derzeit keine Untertanen. Ich habe hier gewartet, mein ganzes Leben lang, auf dass ihr zwei auftaucht. Also, ich bin echt froh, euch zu treffen und ich hoffe, wir werden nette Freunde, Chris. Ja, das hoffe ich auch. Lass uns Susie finden. Sie wird nach Südosten gegangen sein. Du führst den Weg, Chris. Tja, und jetzt sind wir schon mal das dynamische Duo. Es gibt da mindestens zwei Let's Playerinnen, die das... Moment. Ja, so ist perfekter. Die genau diese Position einnahmen, weil sie so echt sauer Siese fanden, wie mir Sachsen dazu sagen. Und da gibt es... Ja, jetzt wird er rot, deswegen. Okay, dann lass mir mal entröten und gehen weiter. Prinz bewegt sich zurück zu einem Schlecht, das nur Chris sehen kann. Wellsay, der einsame Prinz ist jetzt dein Verbündeter. Die Kraft fluffiger Jungs scheint in dir. Naja. Okay. Ach, jetzt können wir ja auch hier lang weiter. Richtig. Hier wieder die Delta-Rune und... Da! Oh, Chris, das ist der Trainingsdummy, den ich gemacht habe. Es sieht so aus, als wäre jetzt eine großartige Chance, euch für den Feind vorzubereiten. Würdest du es mögen, dass ich dir beibringe, wie man kämpft? Na, sagen wir mal, ja, ist ja ein Tutorial, also... Okay, mach dich bereit, Chris. Siehst du das Herz, Chris?
Das ist deine Seele, die Summierung, schätze ich mal, deiner selbst. Ohne dieses würdest dein, ach ja, mit eingeschlossen, dein Willen, dein Mitgefühl heißt das, glaube ich, und das Schicksal dieser Welt. Wenn es verletzt wird, werden du und deine Freunde HP verlieren. Wenn jedermanns HP auf Null sinkt, verlieren wir den Kampf. Also, bitte sei vorsichtig, wenn du... Also sei vorsichtig, wenn Feinde attackieren. Bereit? Versuchen wir mal zuzuschlagen. Auszuweichen. Ausweichen. Autsch. Ist in Ordnung, Quiz. Du lernst ja noch. Jedenfalls, nachdem der Feind attackiert, bist du dran, Quiz. Als erstes werde ich dir beibringen, wie man kämpft. Trotzdem ist Kämpfen in dieser Welt absolut nicht wichtig. Es sollte keine Verletzung in einer Lektion geben. Versuchen wir kämpfen. Wow, Quiz, das war eine unglaubliche Attacke. Hast du das irgendwann schon mal gemacht? Ich weiß nicht, ob das standardgemäß so ist, aber... Ja, in Undertale, zumindest für die PS4-Version, die ich hier zocke, da habe ich ja noch nichts gemacht. Niemanden getötet und so weiter. Aber in der PS Vita-Version, die ich gezockt habe, da ist das mit drin. Da habe ich zumindest mit Genozid versucht, aber jetzt bleibe ich bei Undying hängen. Und deswegen habe ich entschlossen, das erstmal zu pausieren. Aber egal. Okay, als nächstes versuchen wir mal die Verteidigung. Klick einfach auf das Schild und die feindlichen Attacken werden dich weniger verletzen. Und nicht nur das, du kriegst außerdem TP. Also wenn ich TP brauche, dann gehe ich ins Bad und hole mir welches. Nein. Schau auf die orange große Leiste links. Ich werde es als nächstes erklären. Okay, dann verteidigen wir. Toll, Chris. Jetzt hast du genug TP. Damit, wie wär's, wenn jetzt einer meiner Zaubersprüche folgte? Wenn du den Feind genug verletztest, wird es müde. Nun versuche ich mein Schlafliedsspruch zu benutzen. Er wird einschlafen und wir gewinnen friedlich. Okay, Magic und Schlaflied. Melzi benutzte das Schlaflied. Großartig, Quiz. Wir hätten den Kampf jetzt gewonnen. Nun habe ich noch ein klein bisschen mehr zu lehren. Nämlich das Schauspielen. Dadurch wird selbst der gewalttätigste Feind geschlagen werden durch diverse Schauspielereien der Freundlichkeit. Quiz. Trotzdem ist es nur ein Dummy. Warum gibst du ihm nicht eine Umarmung? Okay, dann... Ja, das ist ja optional. Also, los geht's. Du umarmst Wellsay. Und er wundert sich überhaupt nicht, dass Quiz ihn für einen Dummy hält. Quiz? Ich denke nicht. Das ist, was du eigentlich tun solltest. Aber, nun, vielleicht kann ich das ja später machen, hä? Huh? Okay, jetzt mal. Wenn man das ins Weiterhin macht, dann wird er irgendwann nichts mehr sagen. Oder sogar genervt sein? Egal, bleiben wir mal ernsthaft. Umarmen wir den Dummy. Du umarmst den Dummy. Und er sieht überhaupt nicht wütend aus. Oh, das ist großartig, Quiz. Jeder Feind hat unterschiedliche Schauspielereien, die ihn betreffen könnten. Wenn ein Feind angefreundet ist, schätze ich mal, wird sein Name gelb. Wenn das passiert, kannst du ihn besiegen, indem du ihn verschonst. Wenn wir
Wenn wir alle Feinde, die wir treffen, verschonen, werden wir niemals kämpfen müssen. Ja, gelb und... Ach stimmt, der Dummy war ja vorher blau und jetzt ist er gelb-blau und müde. Chris verschont den Dummy. Großartig, Chris. Das wäre dann das Ende in einem echten Kampf. Ich bin wirklich froh, dass ich die Chance hatte, dich das zu lehren, Chris. Und klatscht sogar in die Hände. Du gewinnst 0 EXP und 2 dunkle Dollar. Oder Dark Dollar? Oder sollte es vielleicht für dunkle Dollarlade stehen? Also wie Schokolade? Nee, nicht wirklich. Oh, das hat Spaß gemacht. Du bist ein großartiger Schüler, Chris. Und, im Fall, dass du, einen Auffrischer brauchst, kann ich... hier, eine Auffrischung brauchst. Hier, ich schrieb die Anleitung für dich und Susie. Drücke Dreieck und... Oh, es wurde auf die PlayStation angepasst. um das Menü zu öffnen und benutze es in deinen Items. Du bekommst die Anleitung. Okay. Item. Ja, manuell. Wells ist handgemachtes Buch voll von diversen Tipps und Tricks. Du versuchst das, die Anleitung zu lesen, aber es ist so... irgendetwas, dass du sagst... my head spinning! Ich wundere mich da etwas. Als wir vom Stern aus runtergegangen sind, war bei einigen Let's Plays der Fall, wo Valsi dann sagte, du weißt aber schon, dass man mit Hilfe einer bestimmten Taste rennen kann, oder? Das ist hierbei nicht der Fall, weil wir schon bereits rannten. Aber egal. Schauen wir nochmal den Dummy an. Es ist bloß ein Dummy. Bloß ein Dummy. Klappt so nicht, wie ich es gerne hätte. Na egal. Dann gehen wir mal weiter. Ein großes Tor. Das geht ihm auf und wieder zu und auf und wieder zu. Oh meine Güte. Das große Tor ist ja geöffnet. Kein Wunder, dass Lancer... dass es Lancer möglich war, durchzukommen. Chris, wenn wir dieses Tor passieren, würde unser Abenteuer wirklich beginnen. Eine Reise, vorhergesagt durch die Prophezeiung. Aber Chris... Ich denke, deine Chancen sind wichtig, weißt du? Diese Welt ist voll von einzigartigen Kreaturen, Chris. Letzten Endes ist es wichtig, wie wir sie handeln. Also versuchen wir unser Bestes und bekämpfen niemanden. Wenn wir das so schaffen, denke ich, dass wir dieser Geschichte ein schönes Ending verpassen können. Andererseits befürchte ich... dass es nicht deine Lieblingsresultate werden. Oh, tut mir leid. Ist das zu viel gefragt? Ich kann damit zurechtkommen. Oh, Chris, ich wusste schon in dem Moment, als ich dich das erste Mal sah, dass du ein echter Held bist. Lass uns unser Bestes versuchen, okay? Okay, dann gehen wir mal... Dann gehen wir mal durchs Tor. Wellsley schließt hinter ihnen das Tor. Nachdem die Tor hinter dir geschlossen wurde, begann dein Abenteuer nun wirklich. Die Kraft des Abenteuers scheint in dir. Tja, Leute, und das war's dann mal mit einem weiteren Part zu Deltarune. Ich hoffe, es gefiel euch und ihr könnt euch schon... Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Also, bis denne!